BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Ja, einen schönen guten Tag alle miteinander zu unserer ersten Pressekonferenz hier in Bad Ragaz. Für uns ein ganz liebgewonnener Ort. Ein ganz liebgewonnener Mensch sitzt zu meiner Linken, Michael Zorc, Sportdirektor von Borussia Dortmund, und immer noch relativ neu dabei, Thomas Tuchel, unser Trainer. Zwei Informationen für euch noch vorab. Zum einen eine Information unseres Arztes, Marco Reus, hat eine ganz leichte Bänderdehnung. Das sieht sehr gut aus, also wirklich nichts Wildes. Und die zweite Information ist, die Trainingseinheit heute ist um 18 Uhr, die zweite des Tages. Ja, und bevor ich viele Fragen stelle, würde ich sagen, die Fragen kommen von Ihnen, von euch. Feuer frei, bitteschön. Moritz Leikamp von der Bild. Da kann ich vielleicht noch einmal kurz nachfragen, wie lange dauert das, Bänderdehnung? Trainiert auch heute Nachmittag schon wieder, morgen wieder? Ja. Also der Doc hat eben gerade zu mir gesagt, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass er sogar heute Abend wieder trainiert. Thomas Hennecke vom Kicker Sportmagazin. Herr Tuchel, Sie haben bei Ihrer Vorstellung vor ein paar Wochen eine, ich zitiere Sie mal wörtlich, Atmosphäre völlig frei von Egoismen gefordert und besondere Hingabe der Mannschaft. Jetzt drei Wochen weiter, ist es das, was die Mannschaft zeigt? Ja, das empfinde ich schon so. Also ich finde, dass wir sehr bescheiden und mit großer Lust trainieren. Und so mit bescheiden meine ich einfach in Anerkennung des Talents, das wir haben, aber großes Talent verpflichtet auch, und zu einem großen Fleiß und zu einer Bescheidenheit, das auch auszunutzen. Und ich, so lebe ich schon so, genauso wie ich es auch gesagt habe. Und damit fühlen wir uns sehr wohl. Wir haben schon das Gefühl, dass die Mannschaft Lust hat, Lust auf Training, Lust auch auf und offen ist für neue Impulse und für neue Reize. Und Punkt eigentlich. Heinz Büse, Deutsche Presseagentur. Wo haben Sie denn Stärken ausgemacht der Mannschaft und wo sehen Sie besonders großen Handlungsbedarf? Ja, das, was ich geschildert habe, ist natürlich eine große Stärke, weil es gleichzeitig die Basis dafür ist, einfach auch Leistung zu bringen, konstant Leistung zu bringen und darauf auszubauen, sagen wir, so einen besonderen Geist, eine Atmosphäre auch zu schaffen, die es uns dann erlaubt, unser Talent auszuschöpfen. Und das Talent muss, wir wollen auf jeden Fall dahin kommen, dass die Mannschaft das Talent strahlen lässt und nicht umgekehrt, dass wir die Talente brauchen, um uns zu retten oder um die Mannschaft strahlen zu lassen, sondern dieser Geist und die Lust auf Training und die Offenheit für Neues und diese besondere Hingabe und auch da auch in einer gewissen Ruhe sich zu konzentrieren, sich zu fokussieren auf die Aufgaben, das finde ich im Moment eine große Stärke meiner Mannschaft. Ist erst rein sportlich, ist natürlich, haben wir sehr talentierte Spieler und auch großes Talent in unseren Reihen und sind da dabei, eben wie gesagt, auch so einen Geist zu schärfen, einen Geist auch herzustellen und auch eine Mentalität, eine mannschaftliche Mentalität dann letztendlich zu finden, auch übers Training, über unser tägliches Miteinander zu finden, dass dieses Talent auf dieser Basis dann und diese Talente, die wir da auch haben, die unsere Spieler auch dann vereinen und ausmachen, dass die dann auf der Basis von Teamwork strahlen. Und und inhaltlich, wenn Sie sagen, welche Defizite, ist ja nie zufrieden, auch als Trainer. Und wir haben jetzt machen den Spagat gerade dann auch zwischen Athletik, zwischen läuferischen Impulsen, zwischen Ausdauer, zwischen kombiniert mit Ballbesitz und auch, Sie haben es ja selber wahrscheinlich heute gesehen, auch Verteidigungsverhalten, individuell, gruppentaktisch. Und dann auch immer wieder auch in den Spielen und auch in großen Spielformen mannschaftstaktisch. Und da sind wir und können wir auch gar nicht, so überhaupt nicht als Vorwurf und gar nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern es ist einfach jetzt völlig wertfrei gemeint, da sind wir nicht da, wo wir sein wollen. Dann gibt es noch viel zu tun. Dirk Krampe von den Hohen Nachrichten. Ja. Sie haben bei Ihrer Vorstellung angesprochen, auf die doch etwas widrigen Bedingungen jetzt mit der kurzen Vorbereitung, auch davon gesprochen, dass Sie einen Teil der Arbeit mit in die Saison nehmen müssen wahrscheinlich.
Können Sie mal skizzieren, wie weit sind Sie? Wie sehen Sie die Mannschaft da auf dem guten Weg? Kann man sagen, wie viel Prozent der Arbeit schon abgeleistet ist? Nee, das kann man nicht sagen. Weil damit würden wir uns, also damit würden wir uns was rausnehmen, was wir einfach nicht können. Und dann wird es irgendwie nur eine Mutmaßung, die wild spekulativ ist. Also wie kann ich es Ihnen vielleicht, also wir glauben wirklich, dass diese Kürze der Zeit und auch diese, ja, sagen wir mal, die Anerkennung der Strapazen der Vorsaison, ich finde, das gehört auch noch mit rein. Also man kann jetzt natürlich sagen, es war alles unter Niveau und es geht so gar nicht und da muss sich aber jeder mal jetzt straffen und so rauskommen. Aber das kostet trotzdem Kraft, das kostet viel Energie und es war eine sehr strapaziöse Saison für den ganzen Club und auch für die Spieler. Und davon gilt es sich auch zu erholen, davon gilt es auch dafür gilt es eine Ruhe, eine Berechenbarkeit und so weiter auch zu erschaffen für die Spieler, dass sie darin dann auch Leistung bringen können, so in der Leistungsatmosphäre, das ist das eine. Das andere ist, dass auf jeden Fall ein gedrängter Terminkalender ist mit einer tollen Asienreise, die wir auch sehr gut genutzt haben, da gibt es keinen Grund zu jammern, aber die halt von der Zeitumstellung, vom Reiseaufwand und so weiter trotzdem viel von uns körperlich und auch mental verlangt hat. Dann gibt es bereits, heute ist Montag, gibt es bereits nächste Woche das erste Pflichtspiel. So, deshalb, Sie merken, das ist in allem ein bisschen Spagat. Also wir wären wahrscheinlich noch in wesentlich größeren Umfängen und höheren Intensitäten kombiniert, wenn wir nächste Woche kein Pflichtspiel hätten. Und würde uns auch gut tun, weil natürlich mit neuen Trainern, neuen Vorstellungen, neuen Trainingsmethoden würden wir Zeit gewinnen und könnten eventuell, wenn wir so ein ganz weißes Blatt Papier haben, vielleicht auch nochmal zwischendrin mal 5 Tage freigeben, um das auch mal alles sacken zu lassen, so nochmal zur Ruhe zu kommen und dann nochmal zu kommen. So eine zweigeteilte Vorbereitung wäre vielleicht auf dem weißen Blatt Papier ideal gewesen, aber das ist gar kein, davon kann man sich dann auch ganz schnell verabschieden, weil es halt nicht ist. Und deshalb haben wir schon sehr früh dann auch intern beschlossen und für uns immer gesagt, ja, wahrscheinlich ist weniger mehr. Also wahrscheinlich müssen wir uns alle, wir auch im Trainerteam, disziplinieren und es muss immer drüber stehen, weniger ist mehr. Also wir brauchen immer einen Tick Restfrische auch, um die Spiele gut zu bestreiten, um die auch möglichst erfolgreich zu bestreiten. Das hilft dir dann auch, das gibt dir eine gute Stimmung, eine gute Atmosphäre, um wieder weiter zu lernen, eine hohe Bereitschaft und so. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und deshalb wird uns diese, auch die Basis, die wir in den Tests und so weiter abgetestet haben, das kriegen wir jetzt nicht alles hin in 4 Wochen. Dass wir sagen können, so, das war's jetzt und jetzt kommt 3-Tages-Rhythmus und jetzt spielen wir es durch. Dafür brauchen wir dann die Spiele, um das aufzuholen und dafür brauchen wir Zeit und brauchen wir Beharrlichkeit und das wird uns die ganze Hinrunde durch begleiten, das Thema. Boris Rupert. Ja, Thomas hat es gerade schon richtig beschrieben. Sie ist sehr offen für Neues. Sie war in den ersten Trainings sagen, sehr neugierig, was erwartet sie da? Als mit Jürgen Klopp natürlich eine sehr lange Zeit auch, 7 Jahre zusammen. Und so ein oder anderen Trainingsinhalte sind ja doch dann anderer Natur. Und wie ich sie erlebe, ist sie sehr, sehr offen für Neuerungen und geht da mit viel Energie und Freude eigentlich auch an. Thomas Hennecke fürs Kicker Sportmagazin nochmal. Ja, nachdem ihr Chiro abgegeben habt, gab es eine klare Ansage und keinen neuen Stürmer mehr. Ihr geht jetzt mit 2, vielleicht wenn man Marco mitrechnet, mit 2,5 Stürmern in die neue Saison. Warum reicht das aus eurer Sicht? Wir haben keine klare Ansage gemacht. Es gibt keinen neuen Stürmer mehr. Wir haben gesagt, dass wir ihn abgeben, löst keinen Automatismus aus. Und wir haben nicht die absolute Notwendigkeit. Klar, das ist ein Thema, was wir auch immer wieder besprechen und diskutieren. Schauen uns den Markt weiterhin an, aber es muss natürlich auch absolut sinnhaft sein. Wir setzen darauf, dass Adrian auch bald wieder zur Verfügung steht. Ober ist in einer hervorragenden Verfassung im vorderen Bereich. Aber wir müssen gar nichts ausschließen. Wir schauen das an, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Ist auch noch ein bisschen Zeit. Oliver Müller für die Welt. Herr Tuchel, Sie hatten in Mainz
mehrere verschiedene Systeme ausspielen lassen, haben hier ja auch eingangs schon mal betont, dass Flexibilität für Sie eine sehr wichtige Komponente ist. In Mainz hatten Sie es damals, wenn ich mich recht entsinne, auch damit begründet, dass es Ihnen darum ging, vielleicht potenziell stärkere Gegner durch Überraschungsmomente, soll man sagen, auszutricksen. Jetzt haben Sie eine Mannschaft, die vom fußballerischen Potenzial vielleicht etwas stärker ist. Ändert sich für Sie dadurch Ihre Herangehensweise auch an spieltaktische Ausrichtungen und schwebt Ihnen vielleicht zumindest für den Saisonstart dann ein spezielles System vor? Ja, aber das, was mir vorschwebt, ist nachher nicht entscheidend. Also wir können nur das machen, was wir dann auch wirklich sehen. Wir dürfen uns nicht verleiten lassen von einer Idee, die vielleicht auch in der Theorie eine gute Idee wäre, wenn wir nicht so weit sind, das zu spielen. Also was ganz klar vorgeht, ist, dass sich die Spieler wohlfühlen in den Räumen, in denen wir sie aufstellen, mit den Mitspielern, die an ihrer Seite stehen und mit den Aufgaben, die sie darin haben. Das ist das Wichtigste. Und da sind wir natürlich immer noch in der Phase, sie auch kennenzulernen, sie auch in unterschiedlichen Konstellationen kennenzulernen. In Mainz, haben Sie ja völlig recht, haben wir damit begonnen, eigentlich viele unterschiedliche Systeme zu spielen, aus einem Gefühl der krassen Unterlegenheit. Wir haben das sehr schnell begonnen, in dem allerersten Jahr, und haben das, wie gesagt, in dem Gefühl, einen krassen Außenseiter zu sein, gegen jede Mannschaft in der Außenseiterrolle erstmal zu sein, damals als Aufsteiger, haben wir die Grundordnungen der anderen Mannschaften erstmal gespiegelt, um defensiv ganz schnell, ohne nachzudenken, einen Zugriff zu haben. Und diese Situation verändert sich, hat sich natürlich auch in Mainz dann verändert. Und darüber haben wir gemerkt, dass die Unterschiede im Detail gar nicht so groß sind, dass sie das aus unserer Meinung wochenlang einstudieren müssen. So, die Spieler sind in der Lage, ganz kleinen Änderungen, die kann man am Video oder auch innerhalb von einer Trainingswoche gut erlernen. Und das geht auf jeden. Und so, jetzt hat sich die Situation natürlich dahingehend verändert, wie Sie ganz richtig sagen, dass wir eine höhere Qualität jetzt haben, eine Mannschaft mit einer höheren Qualität und automatisch ja auch in den letzten Jahren Dortmund zu einer dominanten Mannschaft geworden ist. Und wir diesen Aspekt des Spiels auf jeden Fall ernst nehmen und genauso wenig vernachlässigen wollen wie den Aspekt des Verteidigens. So, und das gilt jetzt in ein großes Ganzes zu gießen. Und da ist ganz wichtig, dass wir dann am Ende auch nicht die Mannschaft mit theoretischen Modellen überfrachten und mit einer gewünschten Flexibilität überfordern, die vielleicht sogar gut sein könnte am ersten Spieltag, aber die uns unseren Automatismus nimmt, die uns was Leichtes nimmt. So. Also es darf nicht dahin gehen, dass es jetzt alles weniger ist mehr. Also im Moment sind wir erst noch dabei, die Stärken der Spieler genauer kennenzulernen, die Kombinationen. Jetzt zum Beispiel in Bochum haben wir eine Raute gespielt und haben da ganz wichtige Rückschlüsse dann gezogen, was da der Unterschied ist zu den letzten Formationen. Das war so ein bisschen fließend in einem 4-3-3, 4-2-3-1, so, wo da die Unterschiede sind und was da gut ist und was da nicht so gut ist. Und da werden wir uns so ein bisschen ausprobieren. Und das ist dann am Ende, glaube ich, dann nicht mehr so entscheidend, wie die Grundformation heißt. Und da geht wirklich der praktische Ansatz über alles. Jochen Tittmer für Spox und danach Thorsten Langenbahn für Sport1.de. Sie sagen, dass die Mannschaft jetzt noch so ein bisschen in der Lernphase ist, viel Neues auf Sie einstürzt. Wie groß ist denn der Anteil von Videositzungen, die Sie abhalten mit der Mannschaft? Und haben Sie da schon irgendwie ein Gefühl dafür, ob die Mannschaft am Bild mehr lernt als am Platz? Oder? Mehr oder weniger würde ich das gar nicht bewerten wollen. Darum geht es auch gar nicht. Wir haben das absolut das Gefühl, dass die Mannschaft auch am Videobild super lernt, weil das auch ganz normal ist, weil das uns allen übrigens so geht. Also durch Sehen und Nachmachen, durch sich selber sehen und die Korrektur und auch die guten Dinge zu sehen, ist ein großer Lerneffekt unserer Meinung nach zu erzielen, und das machen wir auch. Und auch da gilt halt, ja, wir verlangen im Moment sehr viel und sehr viel auch sehr schnell. Und das ist alles sehr komplex und es sind neue Trainingsformen, eine neue Form der Ansprache. Teilweise ist der Tagesablauf sogar ein anderer, und da muss man aufpassen, dass man das Rad dann auch nicht überdreht. Und deshalb gibt es auf jeden Fall immer wieder auch Videoanalysen von Training und von Spielen.
um das einfach vor allen Dingen aber auch in den Verhaltensweisen zu bestätigen, die wir da als sehr positiv erachten. Thorsten Langbahn. Herr Tuchel, wie planen Sie in der Torwartfrage? Sie haben eigentlich einen offenen Kampf. Ist für Sie auch eine Konstellation vorstellbar, dass einer in der Bundesliga im Tor steht und ein anderer in anderen Wettbewerben, was teilweise diskutiert wird? Ja, im Moment ist alles vorstellbar und die Entscheidung wird getroffen, wenn sie getroffen werden muss, so wie das ist mit Entscheidungen. Und auf jeden Fall ist jetzt gar kein Zeitpunkt gekommen, der Torwartfrage was zu entscheiden. Und deshalb bin ich da sehr entspannt und bin äußerst zufrieden mit den Leistungen aller drei Torhüter, auch hier im Training. Gilt auch mal ein Sonderlob wirklich an Hendrik Bonnmann, der toll trainiert, der mit einer tollen einfach auch Stimmung und so weiter immer wieder da als Nummer drei ins Training kommt, mal wieder bei der zweiten Mannschaft trainiert, wieder zu uns kommt und Top-Trainingsleistungen bringt. Roman Bürki hat sich super eingebracht und Roman so als Platzhirsch, ne, und so als langjährige Nummer eins spielt im Moment eine Top-Rolle, auch innerhalb der Mannschaft und auf dem Trainingsplatz. Und das ist die Situation, die man sich nur wünschen kann. Und das beobachten wir jetzt und entscheiden das, wenn es nötig ist. So, die letzten drei Fragen an die Herren, bitte. Wir fangen an bei Matthias Dersch von den Ruhrnachrichten. Herr Tuchel, die Kaderzusammensetzung hier in Dortmund ist etwas anders als in Mainz. Es sind andere Charaktere, es sind Weltmeister, deutsche Meister. Hat sich da auch Ihre Ansprache ein bisschen verändert im Vergleich zum FSV? Wahrscheinlich ja und nein. Also ich habe es mal verglichen mit der Situation, als ich als A-Jugendtrainer plötzlich irgendwie vor die Bundesligamannschaft stehen musste. Das war wahrscheinlich ein ähnlicher Schritt wie jetzt und habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, wenn man einfach so bleibt, wie man ist, weil alles andere ja nicht hält und nicht von Dauer ist und auch nicht wirken kann, weil es dann nicht echt wäre. So, deshalb, meine Ansprache hat sich auch in den 5 Jahren Mainz ständig verändert, mit jedem Jahr, und wir bemühen uns mit einer großen Offenheit in die Aufgabe zu gehen und den Spielern viel Anerkennung, viel Wertschätzung entgegenzubringen. Allerdings unabhängig davon, ob sie einen Weltmeistertitel geholt haben oder ob sie Nachwuchsspieler sind. So ist mal die grundlegende Herangehensweise. Wir verlangen dann auch viel von ihnen und im Moment geben sich alle Mühe, die Trainer eingeschlossen, ist ja klar, so in den ersten Wochen. Ist immer so in der Vorbereitung. Und ja, da bist du einfach auch mal, da bin ich natürlich auch nicht blauäugig. Das wird ja natürlich, je näher da auch die Pflichtspiele kommen, je näher die Saison kommt, wird das auch nochmal harte Entscheidungen geben und dann werden wir sehen, ob das so bleibt. Aber im Moment hat sich wenig verändert und ich finde auch ich kann jetzt nicht erkennen, dass über den veränderten Status auf der Autogrammkarte sich irgendwie der Habitus des Spielers automatisch verändert. Thomas Henneke noch einmal und dann zum Abschluss Daniel Berg von der Westfalenpost. Frage an Michael. Irgendwann im Frühjahr, als wir alle dachten und vermutlich ihr auch alle dachtet, dass Ilkay geht, habt ihr Gonzalo Castro unter Vertrag genommen, ein klassischer Spieler von Bayer Leverkusen, den Leverkusen gerne behalten hätte. Jetzt habt ihr beide. Ist das das, was wir so mehr oder minder griffig ein Luxusproblem für Borussia Dortmund nennen? Ich würde es nicht als Problem bezeichnen, sondern extra Qualität, die wir dazu bekommen haben im Vergleich zur letzten Saison. Castro hat in der letzten Saison bei Bayer Leverkusen hervorragende Leistungen gebracht, hauptsächlich im zentralen Mittelfeld, hat aber auch weiter vorn gespielt, kann hinten rechts spielen, ist ein Spieler, der sehr flexibel einsetzbar ist. Das ist eine große Stärke von ihm. Und ich sehe es nicht als Problem, sondern eher als Plus für uns an. Daniel, bitte. Herr Tuchel, Sie bereiten das Training sehr detailverliebt vor, ist mein Eindruck, und haben auch vorhin noch geholfen, den Rasen noch zu glätten. Woher kommt das Gefühl, für alles verantwortlich zu sein, oder ist das überinterpretiert? Und vielleicht Anschlussfrage, Herr Zorn. Ich bin ja, glaube ich, für alles verantwortlich, wenn ich es mir so überlege, oder? Am Ende des Tages. Und ich baue gern den Rasen oder den Platz mit auf und mir blutet das Herz, wenn wir den dann kaputt machen, und dann helfe ich ein bisschen mit und habe den, ich weiß nicht, ob das sind jetzt die Kinder des Platzwartes, die da irgendwie helfen, und habe denen noch einen kleinen Tipp gegeben, wie das noch ein bisschen besser geht und so und wie sie das machen können. Aber ja, also ich bin ja Trainer, und dann ist, also
Das war schon, also ich weiß noch, dass in meinem allerersten Profijahr zum Beispiel habe ich da auch aufgebaut und wieder abgebaut und mache das übrigens seit schon immer, seit ich halt Trainer bin, mit Aufbauen und mit Abbauen. Und da hat Flo Heller schon zu mir gesagt, ah Trainer, hör auf, der hier Abbau zu bauen, das brauchst du jetzt nicht mehr und so. Und dachte ich mir, ja, was meint der? Und so deshalb ist alles gut, aber... Weil es eben auch Trainer gibt, die es, glaube ich, nicht selber machen. Ja. Ja, aber das hat er, also bitte nicht, auch nicht mir bitte zuschreiben, dass das dann ein guter Trainer und ein fleißiger Trainer und ein akribischer Trainer ist, das ist halt einfach anders und jeder darf das auf seine Weise machen und ich gehe gerne früh mit raus und für uns ist das einfach auch eine Art der Vorbereitung, dass wir zeitig da sind und dass wir den Platz aufgebaut haben und dass wir das, was wir da auch planen, dann in der Theorie dort auch nochmal sehen und abschreiten, da ergeben sich dann auch nochmal manchmal Änderungen immer wieder, dass man so ein Feld absteckt und sich denkt, boah, das ist irgendwie doch zu groß oder zu klein, lass uns das noch ein bisschen verändern. Und das ist einfach, ja, ist zur Gewohnheit geworden und gibt es jetzt keinen Grund, damit aufzuhören, nur weil man irgendwie Trainer von Dortmund wird, oder? Michael hat auch noch nicht gesagt, ich soll damit aufhören. Nö, ich finde das gut. Und deshalb, Michael findet es gut. Also, so weiter. Vielen Dank für die abwechslungsreiche Fragerunde. Wir sehen uns morgen wieder an gleicher Stelle, dann mit einem Heimspiel für unseren neuen Schweizer Torhüter Roman Bürki.